Hallo, meine lieben kleinen Final Fantasy 7 Wölfe. Kuckuck. Ja, ich freue mich, dass ihr auch jetzt zum Remake wieder dabei seid. Wir haben uns ja auch diesmal um einen Tag ein bisschen verschoben. Aber ich hoffe, ihr habt Bock und Spaß daran. Wir müssen jetzt über diesen komischen Eisenbahnfriedhof mit den schaurigen Geistern und unheimlichen Ereignissen. Also, will ich euch gar nicht lange nerven. Lasst dem Video gerne schon eine positive Bewertung da, wenn ihr auf Final Fantasy 7 steht. Schreibt für den Algorithmus was Nettes in die Kommentare. Und natürlich abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Yeah. Aktiviert am besten auch die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und wir fangen an. Hä? Was? Wo sind jetzt die Mädels hin? Mann, Mädchen, lass mich hier nicht alleine, doch gruselig. Und ich will doch hier noch ein bisschen stöbern. Da könnt ihr mich doch nicht einfach allein lassen und abhauen. Das geht doch nicht. Na egal, ich bin ja ein großer, starker Cloud und damit sollte ich hier auch alles im Griff haben. Was stelle ich mich eigentlich so an? Okay, ich gebe zu, es ist hier ein bisschen unheimlich. Aber so einen guten alten Soldier wie mich sollte das doch alles nicht beeindrucken, oder? So ein paar Kindergeister, oder? Zumindest hört sich das wie Kindergeister an, die lachen so komisch. Huh. Naja, die Mädels scheinen gut drauf zu sein. Die scheinen ihre Angst verloren zu haben. Rennen immer fleißig voran. Was ist das denn da schon wieder gewesen? Hallo? Oh. Ih, das ist so ein Krabbelkäfer. Solche Käfer müssen ganz schnell eliminiert werden, weil die haben kein Benehmen. Die grabbeln und grapschen ständig rum. Und sowas muss unterbunden werden. Ich habe aber gedacht, das ist nur einer. Und jetzt sind das wie viel? Drei, vier Stück? Drei. Okay. Den einen werden wir mal kurz als Röstkäfer behandeln und den anderen hauen wir einfach noch mal ein bisschen drauf. Aua! Was sollte das denn jetzt gerade? So, wo müssen wir eigentlich lang? Ich nehme mal kurz einen Heiltrank und versuche mich irgendwie zu orientieren. Von da sind wir gekommen, oder Mädels? Das heißt, wir müssen wohl hier lang. Sehe ich doch richtig, oder? Oh, guck mal, das sind Kistis. Ist hier aber auch noch irgendwas? Warte, da leuchtet was. Materie. Okay, da müssen wir ganz schnell noch einsammeln, weil, ja. Weil das so ist. Ne? Und jetzt können wir hier weiter. Kommt ihr? Gut. Also ich glaube, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Wartet mal, da hinten, ist das da hinten jetzt endlich das Ziel, die Lagerhalle, wo ich hin wollte? Beziehungsweise das Depot da, wo unser Hauptziel ist? Sieht so aus, da ist ein Ausrufezeichen. Das ist schon mal ein ganz guter Anhaltspunkt. Wer lacht da? Ich glaube, das Dach war nicht mehr fest. Unstabil. Seid ihr okay? Ja, wollte ich auch gerade fragen. Da ist noch dran, glaube ich. Kein Problem. Ich dachte schon, Tifa hat sich verletzt. Guck mal. Ganz schön dreist. Komm. Folgt diesem Weg. Ist Come diese on. Nachricht etwa für uns? Okay, ich muss zugeben, das Ganze ist hier schon ziemlich spooky, oder? Wir haben das Bahndepot erreicht. Ja. Aber irgendwas ist hier doch nicht ganz geheuer, oder? Klopf, klopf, ist jemand zu Hause? Dürfen wir bitte eintreten? Glaubt uns, wir sind ganz, ganz liebe. Was zur Hölle? Dann los. Ich glaube, da hat uns jemand eingeladen. Aber keine Sorge. Wir haben doch einen furchtlosen Bodyguard. Nicht wahr? Oder? Geister sind nicht mein Metier. Nee, meins auch nicht. Keine Ausflüchte, hörst du? Mach deinen Job. Aber nur, wenn ihr mich loslasst.
Ja, Cloud, da muss ich dir irgendwie schon ein bisschen recht geben. So kann man schlecht kämpfen, oder? Ich meine nicht, dass ich was dagegen hätte, aber es gibt schönere Sachen als kämpfen. Aber in dieser Situation sollte man sich schon frei bewegen können. Seht mal, da vorne auch. Eris, du solltest vielleicht nicht so im Alleingang vorlaufen. Bleib doch mal stehen. Was ist da? Was hast du gefunden? Hab ich dich. Was? Wen hast du? Wollen wir reden? Tatsächlich Geister. Gibt es was Schlimmeres als Kindergeister? Huch, was bist du denn für einer? Hey! Hoppla. Was soll das? Wer bist du? Zurück! Okay. Also, auf ins Gefecht. Was ist eigentlich effektiv gegen Geister? Wie fängt man die am besten? Außer mit einem, im Ghostbuster-Staubsauger? Was hast du? War das schon alles? Warte! Wieso? Was gibt's da bitte zu warten? Wir müssen hier raus. Lass mich raten, Eris. Was zum? Die sind nicht böse, oder? Es gibt hier vielleicht irgendwas, das böse ist, aber das hält diese armen anderen Geister gefangen, oder? Kann das sein? Ist doch zumindest meistens so, oder? Leute? Ich will nichts sagen, aber genau. Das war nämlich auch so mein Eindruck als, Alles okay. Vielen Dank, Cloud. Mädels. Wo sind wir hier schon wieder reingeschlittert? Okay, dann müssen wir jetzt, glaube ich, hier einen Weg rausfinden. Müssen uns wohl einen anderen Weg suchen. Sag ich doch. Da mich kriegt keiner unter. Oh, hier sind schon wieder so eine Krabbelkäfer. Da wir gerade in die Richtung geguckt haben, wo ich eben hingeguckt habe, jetzt gucke ich wieder in die andere Richtung, denke ich mal, dass wir irgendwie einen Durchgang da auch finden werden. Aber dafür müssen wir erstmal Krabbelkäfer beseitigen, also wieder Kammerjäger spielen, um das Ganze vernünftig durchführen zu können. So, Mädels? Ich glaube... Oh, oder auch nicht. Warte, aber hier kriege ich die Tür auf? Nee, da geht's auch nicht weiter. Komme ich hier rüber? Ich glaube, die wollen uns hier nicht mehr rauslassen. Dieser Zug fährt über die Flank von Sektor 7. Zum Ey, Leute, ich habe Funkstörungen. Ich verstehe nichts mehr. Ich verstehe kein Bahnisch oder U-Bahnisch oder wie auch immer man das nennen will. Das war alles nur noch... Okay. Tiefer, Eris. Wartet mal, jetzt, da hinten brennt jetzt Licht. Da drin brennt auch Licht. Oh Mädels, ihr wollt jetzt nicht, dass ich da reingehe, oder? Naja, wir haben ja keine andere Wahl. Ich halte das zweimal für kein gutes Zeichen, sage ich doch. Ich wollte es gerade sagen, aber ja, okay. Hört auf, uns zu ärgern. Genau. Zum Kran geht es dort oben. Wir wollen euch doch gar nichts Böses. Wir wollen hier nur raus. Wir haben wichtige Sachen zu erledigen. Achso, ich dachte, da wäre irgendwas. Das war aber nur eine Lampe. Könnt ihr das nicht verstehen? Unsere Freunde sind in Gefahr. Wir wollen dahin und denen helfen. Es tut uns ja auch leid, dass ihr hier so alleine seid. Oder dass ihr hier gefangen seid. Und bitte? So. Und jetzt? Zwecklos. Funktioniert nicht.
Vielleicht auch einer ihrer Streiche. Aber irgendwo muss ich die Stromversorgung steuern lassen. Ja, das heißt, ich darf jetzt wieder Elektriker spielen, ja? Sehe ich das richtig? Okay, da komme ich nicht hin. Also zumindest nicht von hier aus. Sieht so aus. Das heißt, ich darf jetzt wieder einen auf Elektriker machen und hier noch wieder Sachen reparieren. Gut. Und natürlich... Wieso auch auf direkten und einfachen Weg? Nein, wir müssen natürlich Umwege laufen. Ey. Ey, du schwarzer Nebel, komm mal her. Ich muss mich dringend mit dir unterhalten. Der will nicht auf mich hören. Der haut einfach ab. Na gut, okay. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als hier weiterzulaufen, oder? Okay, da führt eine Treppe runter, aber ich will hier rein. Geht die Tür wenigstens auf? Joa. So, erstmal hole ich mir die Kistis und dann... Ist die Tür verschlossen oder geht die auf? Gefunden! Was? Oh. Ja. Schön, Aris, dass du die gefunden hast. Wie hast du das denn angestellt? Haben die mit uns Verstecken gespielt? Davon wusste ich gar nichts. Ich dachte, wir gehen hier einfach ruhig und fertig ist. Oh, okay. Wie sieht's denn eigentlich aus? Wenn die besiegt sind, öffnet sich die Tür von der... Also gehen die Schlösser wieder auf oder was ist hier der Punkt? Feuer! Der Feind ist geschwächt. So. Jetzt? Gut, Tür ist offen. Wir kommen raus, jetzt können wir hier lang. Oh Mann, da ist wieder versperrt der Durchgang. Das heißt, wir müssen hier rüber. Da kommen wir auch nicht weiter. Also direkte Wege sind hier schon mal immer grundsätzlich gern ausgeschlossen. Da geht's auch nicht weiter. Also, was heißt das für uns? Wieder Tür öffnen, rein. Und lass mich raten. Auch jemand versteckt? Ich glaube schon. Gefunden! Ich wusste es. Aris? Wenn wir das nächste Mal mit irgendwelchen Geisterkindern Verstecken spielen, ne? Den sagst du mir aber bitte vorher Bescheid. Los geht's! Feuer frei! Mal abgesehen davon, dass das gerade nicht der richtige Zeitpunkt eigentlich dafür ist. So. Ich will jetzt in die Richtung. Oh, das geht sogar auf. Ha, ich habe gedacht, jetzt kommt Tür leider verschlossen. Aber nein, es hat geklappt. Also, dann gehen wir hier mal raus. Kommen jetzt endlich an diese komische Truhe ran. Können wir die Tür jetzt von hier aus öffnen? Ja. Schloss ist geöffnet. Gut, aber von hier aus sind wir gekommen. Das heißt, jetzt können wir aber hier auch den direkten Weg nehmen. Und ich denke, dass wir zur anderen Seite jetzt raus müssen. Weil, oh, da sind noch Kisten. Auf der Seite war ja irgendwie nichts. Also zumindest nichts, um hier irgendwie Stromversorgung wieder zu reparieren. Und ohne Strom können wir den Kran nicht betätigen. Ich will jetzt erstmal gucken, ob unten noch was ist. Ich habe zwar irgendwie das Gefühl, dass wir da oben in diese Butze rein müssen. Da ist eine Kiste. Zack. Echo-Schirm. So, eingesammelt. Dann haben wir hier noch eine Leiter. Wo führt uns die Leiter denn hin? Gibt es da auch noch was Schönes zu holen? Zumindest kommen wir damit wieder auf die andere Seite. Nee, das bringt uns aber nicht wirklich weiter. Jetzt bin ich ja mal im Kreis gelaufen, oder? Oder nicht? Voller Einsatz. Was? Oh, Krabbelkäfer, Krabbelkäfer! Ja, hört auf, mich zu begrabbeln, ihr Käfer, ne? Stehe ich überhaupt nicht drauf. Aua! Ich bin jetzt gerade verwirrt. Auf meiner lieben Kisten- und Itemsucherei habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich mich schon wieder durch den Tunnel und vom Hauptziel habe abkühlen lassen. Ich weiß, dass ich sowas immer gut kann, aber na gut, okay.
Wir finden schon den Weg, wo wir hin müssen und da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen drüber. Bis jetzt habe ich meinen Weg immer noch gefunden. Also. Aber wartet mal, wir sind jetzt... Lass mich raten, wir sind jetzt tatsächlich... Nee, doch nicht. Ich dachte, wir sind wieder am Anfangspunkt. Aber sind wir gar nicht. Oh, da ist noch eine Kiste. Ich höre eine Jukebox. Und wo kommt die Musik? Hier noch was drin? Hallo? Ist hier jemand? Jemand zu Hause? Kuckuck. Achso, hier, von hier aus komme ich an diese Kisten ran. Ah, okay. Die habe ich ja auch schon eben gesehen. Aber das heißt, auf der anderen Seite war ich dann ja, glaube ich, schon mal, ne? Oder? Ich glaube, wir sind hier in einer Sackgasse. Ach, aber dafür gibt es da noch was. Tadam. Mokri-Medaille, oho. Okay. Bringt mir das ja nochmal was? Treffe ich den denn nochmal wieder? Okay, ich würde sagen, ich mache hier mal kurz eine Pause. Und damit sollte der Part dann auch für heute beendet sein. Ja, wir haben uns jetzt durchgewuselt. Wir müssen jetzt noch die Hauptschaltzentrale finden, um alles wieder unter Strom zu setzen. Und dann kommen wir hier vielleicht auch wieder raus. Nee, ich hoffe, euch hat es auf jeden Fall gefallen. Ich wünsche euch jetzt noch einen Rest Sonntag, guten Start in die Woche. Liked natürlich gerne noch das Video. Dadam. Außerdem schreibt noch was Nettes in die Kommentare für den Algorithmus. Und... abonniert diesen lieben kleinen Wolf hier, um ihn zu unterstützen. Aktiviert am besten auch noch die Glocke. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Au! Bye, bye!